Guten Morgen, wir haben Montag und damit Zeit zum Blick in die tickenden Märkte. Der ein oder andere wird es schon gemerkt haben, heute haben wir auf der Uhr hinten auch zu sehen. Britisches Pfund, US-Dollar. Also das Kabel treibt einen Keil in den Trend. Ich hatte ja im Research am Sonntag schon darauf hingewiesen, was hier im Chart momentan los ist. Und sowas sollte man als Traderin und Trader immer mit auf der Uhr haben. Und apropos, Traderin, ich freue mich übrigens, dass immer mehr Damen hier auch zuschauen. Rückmeldungen kommen auch immer mal von der Seite. Das ist natürlich eine sehr, sehr feine Geschichte, zumal. Ich ja weiß, dass die Damen auch gut an der Börse arbeiten können. Und von der Seite her freue ich mich, dass wir hier in der Community auch immer mehr Traderinnen mit dabei haben, die hier zuschauen. Auch da natürlich allen viel Erfolg. Und es heißt ja so, hinter vorgehaltener Hand, die Damenwelt sind die besseren Traderinnen. Allen viel Erfolg auf alle Fälle. Und wir schauen jetzt in die Währungen rein. Natürlich gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Wie schon gesagt, heute hier das Cable. Wir schauen auf US-Dollar, Schweizer, Franken. Da entwickelt sich gerade was hochinteressantes. Deswegen heute wieder dieses Währungspaar auf der Uhr und britisches Pfund, japanisches Yen. Auch sehr interessant von seiner Verortung gerade. Deswegen auch heute hier der Blick in diese Währungen mit hinein. So, das passt alles. Ich kriege auch zurück. Schöner Start in die Woche kriegen wir von Zoom. Da scheint also alles zu passen und hier an dieser Stelle auch natürlich Facebook da loopt. Dann legen wir mal los mit dem Risikohinweis, das wie immer flott durchbesprochen. In Gänze bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kurz noch über die Nachrichten. Naja, montags kommt immer nicht ganz so viel. Aber wir sollten ein bisschen was auf der Uhr haben. Zum einen, Frau Lagarde spricht heute, das ganz klar. Zum anderen, den ifo index für Deutschland. Das auch ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Ich persönlich gehe mal davon aus, dass die aktuelle Lage nicht so schick ist und in die Zukunft etwas optimistischer geschaut wird. Das kann man mal so als grobe Richtschnur entsprechend geben. Und dann noch etwas, das sollten wir momentan auch immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir haben gerade das große Wirtschaftstreffen in Davos. Das haben wir ja jedes Jahr im Januar um diese Zeit, dieses Jahr rein digital, aber dort treffen sich, sagen wir mal, die wichtigsten Lenker der Wirtschaft. Und das ist immer wichtig, dorthin zu schauen, dorthin zu hören, denn das, was dort besprochen wird, könnte durchaus auch starke Auswirkungen auf die Bewegungen an den Aktien oder Indizes bzw. Ähm, Währungsmärkten haben, bzw. auch an den Rohstoffen. Also das kann durchaus Potenzial mitbringen. Deswegen immer mal so ein bisschen lauschen, was so über die Ticker läuft ähm, an dieser Stelle. Da kann man doch durchaus das ein oder andere mitnehmen zum Thema Handelsstrategien, bzw. wie finde ich denn... Die interessanten werte die mir jetzt gerade eine gute verordnung anzeigen also das zur nachrichtenseite viel gibt es da heute äh, wie schon gesagt nicht aber in den charts da gibt es eine ganze menge und wir starten hier mal kurz durch äh, mit dem währungspaar ähm, britisches Pfund us dollar aber ich sehe gerade hier mal wieder live in die runde rein <laughs> der metatrader hat keine lust der MetaTrader will nicht mehr arbeiten. Der hat den Dienst zum Montag schon quittiert. Der ist wahrscheinlich fertig. Ich muss mal kurz schließen, dass wir es wegkriegen und nochmal ganz kurz neu öffnen. Ich hoffe, dann funktioniert es. Ansonsten finden wir eine Alternative. Wäre ja gelacht, wenn wir sowas hier nicht besprochen bekämen. Aber wäre schon schön, das Ganze hier mit reinzubekommen. So, müssen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen. Der lädt jetzt die Daten. Der hängt sich manchmal auf. Das passiert ab und an. Nicht immer, nicht permanent. Aber wir haben es gesehen. Jetzt wollte er gerade nicht mehr. Das hängt manchmal ein bisschen mit dem Laden äh, der Paketeinstellung zusammen. Das werden wahrscheinlich die, die nur ein oder zwei Werte haben, nicht so oft sehen. Aber ich habe ja immer hier ein großes Potpourri, äh, weil ich halt sozusagen nicht nur einen Wert auf der Agenda habe zum Traden, sondern wirklich immer ähm, den breiten Marktüberblick behalten möchte, um so viele Chancen wie möglich zu sehen. Gut, wir geben dem Ganzen mal noch eine letzte Chance. Wenn nicht, geht es alternativ. So, also. Das ist live. Na, kann man leider nicht ändern. Kann man nur gucken, dass das Ganze flott behoben ist. Wenn nicht, nehmen wir einfach fürs Grobe besprechen. Wie immer, hier an dieser Stelle mal flott die Finwitz-Charts und gut ist. beziehungsweise den China-Trader. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Eins wird funktionieren auf alle Fälle. Ich sage schon mal Danke für die Geduld, fürs Warten. Und übrigens, äh, wer Wunschmärkte hat, gerne rein. Ich sehe es schon. Ähm, Euro, Schweizer Franken wird gefragt. Äh, etwas zu Gold natürlich sehr, sehr gerne. Nehmen wir gleich mit rauf. Wir müssen nur mal schauen, mit welchem Tool. Jetzt tickt es hier. Mal schauen, ob es beim Ticken bleibt. Scheint... Jawohl, gut, klasse. Also, jetzt haben wir es. Britisches Pfund, US-Dollar. Hier zunächst der Blick in den Tageschart. Ich mache auch gleich mal noch äh, die Bildschirmteilung groß, dass jeder auch sehen kann, äh, was hier genau besprochen wird. Heißt also wie immer zack mein Gesicht weg die Stimme bleibt der Chart ist da das ist das Wichtige und hier sehen wir äh, das Bild mal im britischen Pfund US-Dollar ähm, ich gehe mal ganz kurz hier in den vier Stunden Chart und lösche mal eben kurz raus dass wir zur Besprechung äh, im Stunden im Tageschart jetzt nicht zwangsweise brauchen kurzen Augenblick Zumindest mal die ganzen Linien hier an dieser Stelle. Die brauchen wir erst in der kleineren Ebene. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich wie immer zuerst das große Bild beleuchten. Denn wenn wir uns den Chart mal anschauen hier äh, im britischen Fund. Das sehen wir schon ganz klar. Wir haben einen sehr, sehr gut laufenden Aufwärtstrend. Das ist klar. Da gibt es kein Gerede drum. Da ist alles gut. Und was wir auch haben ist, wenn ich mal ganz kurz in die Woche gehe, wir haben hier aktuell die Verortung in einem wichtigen Widerstandslevel hier an dieser Stelle. Mal schauen, wenn es größer wird. Hier, schaut mal, das ist ein Widerstandslevel. Hier drüben. Das war die Situation, als sozusagen der Markt hier drüben umgekehrt ist und dann in diesen deutlichen Abgabedruck nach unten gelaufen ist. Schön zu sehen übrigens auch das hier, wenn ich sowas sehe, ein bisschen edukative Arbeit kann man ja auch immer mit haben, ja, weil man die Dinge, die man immer öfter sieht, die prägt sich das Gehirn auch ein. Schaut euch mal hier unten an. Das ist, sind immer so Sachen, so das sind die feinen Nuancen, wo man sich auch gut und gerne auf die Lauer legen kann. Schaut mal hier drüben, Spike runter, dann die Aufwärtsbewegung. Schaut mal, an welcher Stelle wir hier das Tief hatten. Genau in diesem Bereich hier unten. Das sind wirklich sehr, sehr feine, wichtige Sachen, die man im Trading immer wieder nutzen kann, dazu, um entsprechend hier die Trading-Ideen zu finden. So, und das Ganze, wie schon gesagt, schauen wir uns jetzt mal kurz auf dem aktuellen Tageschart an. Wir haben gerade konstatiert, wir stehen hier oben an einem wichtigen Widerstandslevel. Wir sehen auch, es läuft trendig nach oben hier. Im größeren Zeitrahmen sieht man es, dass der Trend nach oben intakt ist. Im kleineren Zeitrahmen sieht man es ebenfalls, dass der Trend intakt ist. Wir haben hier an dieser Stelle ganz klar steigende äh, Hochs hier und wir haben von unten her steigende Tiefs. Das ist also alles im grünen Bereich. Und jetzt kommt das Aber. Und das Aber ist sehr, sehr, sehr wichtig, gerade für die kurzfristig äh, orientierten Traderinnen und Trader. Ähm, Zumindest für den Start. Mittelfristig könnte da durchaus auch noch einiges mehr kommen, denn wir sind ja hier oben an diesem Widerstand ähm, angelangt und da gibt es natürlich immer wieder auch ordentliches Korrekturpotenzial. Und das äh, Korrekturpotenzial, äh, welches der Markt hat, das sehen wir ja, wenn wir die größeren Zeitrahmen besprechen beziehungsweise mal uns anschauen. Denn wenn man sich das ganze Bild mal anschaut hier, ich skizziere mal eben ganz kurz ein, was ich damit meine. Schaut euch mal diesen etwas größeren Trendverlauf hier an. Also das größere Bild, was wir hier oben haben, dieses hier, da haben wir schon gesehen oder sehen wir schon im Großen, haben wir hier schon auch im Maßstab, im Wochenstab schön steigende Hochs und steigende Tiefs. Das letzte hier ist quasi für den größeren Maßstab der Bewegungsarm und der trendet halt auch nach oben. Und da ist jetzt tatsächlich die Frage, ohne... Äh, wenn und Aber hat dieser Trend natürlich weiter Potenzial zur Oberseite hin. Ne? Das ist zu sehen, der nächste Anlaufpunkt wäre mal oben, das hatte ich schon hier eingezeichnet, hier oben, das ist, äh, dieses Support-Level bzw. dieses kleinere Widerstandslevel, äh, hier in diesem größeren Ausbruchsbereich, das war hier drüben auch der Drehbereich, so grob die Marke von 1,3880. Durchaus ein guter Anlaufpunkt nach oben hin geht es dann natürlich auch noch weiter. Das ist allerdings alles momentan reine Zukunftsmusik, und das ist auch nichts für kurzfristig, sondern das ist dann eher was für länger, mittel- bis längerfristig. Im kurzfristigen Bereich müssen wir wirklich ganz genau hinschauen, was passiert hier oben. Denn wir sehen, wie dieser Trend sehr, sehr müde wird momentan. Und das sehen wir anhand der Verortung bzw. des Marktverhaltens. Denn wir haben eine stark ansteigende Unterseite und eine sehr flach ansteigende Oberseite. Man sieht hier also ganz klar, dass sich hier ein Keil entwickelt und das Ganze in diesem Widerstandslevel. Das ist das eine, das ist klassisch die Chartformation, die sich hier ausbilden kann durchaus noch weiter Potenzial nach oben zu laufen. Das ist ganz klar. Aber wir kommen hier so Stück für Stück auch ins letzte Drittel dieses Keils mit rein. Ähm, und das ist halt auch ein wichtiger Bereich. Also wer das mit diesen Dritteln ähm, so auf der Uhr hat, so ein bisschen, es gibt so, oder es wird gesagt, ähm, man munkelt, äh, dass diese äh, Dreiecksformationen sehr, sehr gerne äh, in, den, in den letzten Dritteln auch ausbrechen. Und da sehen wir schon, da laufen wir auch rein. Es gibt aber immerhin noch ein bisschen Potenzial zur Oberseite. Alles gut, dann hat dieser Trend auch. Auch weiter schön das Potenzial, sich auszu auszuformen und nach oben zu entwickeln. Aber, und jetzt ist das große Aber, die Verortung hier in diesem Widerstandsbereich könnte durchaus für einen kurzfristigen Rücksetzer sorgen. Und was ich damit meine, ähm, betrachten wir jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit. Denn wir sehen, dass der Markt sich hier oben schon ziemlich stark abschwächt. Ne? Das sieht man gut im Vier-Stunden-Trend. Wenn ich den mal äh, hier rauf skaliere, da sehen wir es. Schaut mal, hier war ein Trend hoch. Hier ist er ganz leicht auf neues Trend hoch runtergelaufen und dann erstmal in die tiefe Korrektur. Und gleich ist hier oben auch ganz kurz drüber und dann wieder direkt runter. Hier bildet sich zwar eine W-förmige Konsolidierung, die wieder darum sprechen würde, dass der Markt nach oben läuft. Aber nichtsdestotrotz, hier ist ein Keil einfach da. Und diesen Keil, den sehen wir halt auch in dem kleineren Zeitbereich hier. Da sehen wir auch diese stärker ansteigende Unterseite und die flacher verlaufende Oberseite. Und da kommt es jetzt tatsächlich darauf an, was macht der Markt hier oben? Schafft er tatsächlich den Sprung über dieses Tageshoch hier drüben, über die 1,37,46? Dann spricht das eher dafür, dass der Markt hier ein bisschen nach oben möchte, weiterhin das ganze Potenzial nach oben ausdehnen. Und das spricht auch alles für den laufenden Trend, alles überhaupt kein Problem. Und jetzt kommt das Aber. Aber die Verortung, in der wir hier sind, lädt quasi dazu ein, die Unterseite zu betrachten. Und da sind wir jetzt halt in der schönen Situation, dass wir hier genau zuschauen können, was der Markt macht. Denn wir sind ja hier jetzt in der Situation, dass wir weiterhin den Markt nach oben laufen haben. Aber wir sehen halt auch, dass der Markt oben immer so ein bisschen schwächelt. Und das Schwächeln, das sehen wir halt hier rein in den Widerstand und dann erst einmal wieder ein Stück nach unten. Also hier oben. Hier sehen wir das auch an diesen Stellen, aber wichtiger ist es hier. Widerstand rein, nach unten. Hier knapp oben drüber, dann nach unten. Hier im Trend alles noch okay. So, jetzt ist die Frage, was passiert hier? Schaffen wir es nicht hier drüber, beziehungsweise drehen vielleicht sogar schon vorher um, dann haben wir genau das hier nach unten laufen. Was haben wir dann? Ganz klar, klassisch im kleinen Bereich. Eine sogenannte schulter schulter formation Nicht gerade in ihrer schönsten Ausprägung, aber es ist etwas, was an genau ein solches Chartmuster ähm, erinnert. Und da kommt es dann drauf an, wenn wir das hier oben sehen, wäre das neben dem Keil und der Verortung im Widerstand und der Schwäche das nächste Schwächezeichen. Und da kommt dann im Endeffekt das nächste, ähm, nächste äh, Chartmuster hinzu. Denn eine solche Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Äh, ist ein Trendwendeformation und diese hat das Potenzial ebenfalls nach unten aufzulaufen. Und wenn wir uns da mal alleine äh, das Potenzial dieser Verortung anschauen, also das heißt hier von unten, äh, von oben quasi mal die Schulter bzw. den Kopf ausgemessen, die Distanz vom Kopf oben zur Nackenlinie, wenn man das mal dran setzt, dann sieht man, dass wir das nächste Potenzial, wenn wir hier unter die 1,36,30 fallen, durchaus zur Unterseite haben, hier an den Zwischentiefs die Orientierung zu finden. Das heißt, hier Nächster Anlaufpunkt 1,352. Hier dieser große Schwungbereich, den sehen wir auch sehr, sehr schön in den größeren Zeiteinheiten um die 1,3450 und dann können wir schön die Swinglos mit in, in Kauf nehmen hier für die Planung nach unten 1,3304 bzw. hier die 1,3190 und dann haben wir schon das große Auffanglevel wieder hier aus dem Tageschart bei 1,3160 das ist durchaus Potenzial zur Unterseite und das ist echt hochinteressant, denn wirklich wir haben hier einen extrem guten äh, Spannungsbereich, schafft der Markt es tatsächlich mit Schmackes oben drüber, dann haben wir schön die Ausdehnung der weiteren Bewegung, da hatten wir über das Potenzial schon gesprochen, dreht der Markt aber hier tatsächlich um, dann könnten wir eine schöne Korrektur sehen mit gut Potenzial zur Unterseite hin und das Thema Ausweitung der Korrektur an dieser Stelle, da haben wir halt mit Blick auf dieses großes Bild halt einiges auch an Potenzial. Das heißt, wir können mal locker unten reinlaufen bis in diesen Ausbruchsbereich hier 13450. Da ist einiges da genau hinschauen lohnt hier auf alle Fälle, denn hier wird es eine Auflösung geben im langweiligsten Fall eine riesenlange Seitwärtsphase, aber im besten Falle den Sprung oben drüber oder den Bruch unten drunter und genau das sind ja die Momente, die wir im kurzfristigen Trading auch brauchen und dann passt das Ganze und wenn der Sprung oben drüber und unten drunter kommt und aus der Kurzfristigkeit in die Mittelfristigkeit reingeht, wird das dann sogar noch eine Sache, die man als Swing Trading begleiten kann über ein paar Tage, um den Weg nach unten noch deutlich hier an dieser Stelle mit vorzunehmen. Das ist der Blick in britisches Pfund. Wir bleiben bei den Währungen und weg mal rüber in das Währungspaar US-Dollar-Schweizer-Franken. Auch hier hatten wir vor ein paar Tagen schon mal das Währungspaar, ich weiß, aber nichtsdestotrotz, es ist auf alle Fälle mal etwas zum Hinschauen. Ich finde es bloß gerade nicht, dort ist er US-Dollar-Schweizer-Franken. Äh, hier sieht es momentan echt richtig spannend aus, denn wir verlassen gerade eine kleine Trading Range und das ist jetzt. Der sehr, sehr, oder das sehr, sehr interessante Level hier an dieser Stelle, denn hier muss ich kurz skizzieren, Leute, damit wir sehen, worauf es geht. Also, worauf ich persönlich jetzt hinaus möchte, ist: schaut euch mal an. Von oben nach unten, wir wissen, der Markt ist generell angespannt, kommt von oben nach unten. Jetzt hatten wir hier eine kleine Trading Range. Oben der Deckel um die, was haben wir gehabt, die 0,89,20. Unten der Drehbereich, der Boden hier um das Level von 0,88,48. So, und jetzt haben wir hier die Situation gehabt, schaut mal hier. Ich skizziere es einfach mal nur. Aufwärtsphase ist jetzt da, aber jetzt kommen wir von hier oben plötzlich runter und drehen unten in dieses Level rein. Das heißt, drehen wieder hier unten runter, brechen wir diesen Bereich hier weg. Wir haben es am Freitag schon probiert. Dann haben wir gute Chancen zur Unterseite reinzulaufen und das macht jetzt wirklich Spaß. Denn wenn wir uns die Unterseite jetzt mal anschauen, wir machen das Ganze mal im 4 stunden chart Dann sehen wir hier schön die Range. Das ist die eine Seite hier sehr, sehr fein zu laufen. Da oben äh, der Deckel drauf, unten der Unterstützung. Und wenn der Markt diese Unterstützung jetzt verliert, dann hat er einen validen Abwärtstrend hier im Kleinen. Ich skizziere es mal ganz kurz ein. Hier, also hier Abprall von oben, auf geht's nach unten, nochmal ein Versuch, wieder Abprall und jetzt nach unten. In den Support rein, Korrektur und dann, wenn das Ganze unten durchbricht, dann haben wir zunächst erstmal für das kurzfristige hier schön die Zwischentiefs. 0,88, 22, hier die 0,87, äh, 75 in etwa. Und hier das Zwischentief um die 0,8758. Das ist Potenzial, schönes Potenzial zur Chartunterseite hin. Und da kann durchaus einiges passieren zur Unterseite. Und da auch hier im US-Dollar-Schweizer Franken. Da ist nach unten auch viel Platz. Ne? Das heißt, wir haben ja jetzt drüber gesprochen, mal hier unten reinzulaufen. Das heißt hier unten an dieses Bewegungstief aus diesem größeren Trend nach unten. Ich mache es mal kurz so. Schaut mal, das ist der Abwärtstrend, den wir hier an dieser Stelle haben. Und da sehen wir, dass der Markt auch die letzte Bewegung, die Korrektur schön unten drauf gesetzt haben. Und wenn wir jetzt mal schauen, wir hatten ja zwar eine tiefe Bewegung, aber wenn wir tatsächlich unten drunter durchfliegen, dann müssen wir uns einfach mal kurz auf die Woche schauen. Und da sehen wir, welche Luft der Markt nach unten hat, von der aktuellen Verortung hier bis zum nächsten, sag ich mal, Level, als wir eine Unterstützung gesehen haben. Da ist verdammt viel Platz. Und da hat der Markt viel Platz, sich auszudehnen. Und das ist das Level hier unten. Schaut mal, wenn wir hier tatsächlich weggehen. Hier. Einmal hier. Und einmal hier, ohne dass ich jetzt irgendwelche Zahlen in den Raum schmeiße, sollte man schon sehen, dass da einiges am Platz nach unten ist, ähm, was der Markt wegnehmen kann. Und das ist natürlich hier unten der wichtige Bereich. Also da ist viel Luft unten rein, äh, den, das wir hier haben. Und das sollte man durchaus auf der Uhr haben. Und genau das ist das, was ich jetzt an dieser Stelle entwickeln kann. Und wenn wir hier aus dieser Seitwärtskonsolidierung nach unten durchbrechen, wäre das dann entsprechend der Startschuss für die shortseite im US-Dollar-Schweiz. Franken. Und damit blicken wir noch auf britisches Pfund, japanisches Yen. Und dann kommen wir zu unseren Wunschmärkten, die wir hier immer wieder natürlich morgens auch besprechen. Da freue ich mich drüber. Aber zunächst erstmal der Blick hier in das Währungspaar Pfund Yen. Denn. Hier läuft etwas, was doch relativ interessant ist an dieser Stelle. Wir haben schon den Markt hier das ein oder andere Mal besprochen. Wir sehen ganz klar, auch hier trennten wir sehr, sehr schön nach oben. Hier haben wir einen Drehbereich. Hier oben die Marke um die 142,50. Da hier sind wir ein bisschen gedreht an dieser Linie. Also der Markt hat dort durchaus ähm, Avancen gehabt. Ähm, gerne mal die Richtung zu wechseln. Äh, ein ganz, ganz wichtiges Level haben wir schon rausgenommen und zwar dieses hier. Das ist ein sehr, sehr starkes Verkaufslevel gewesen. Ähm, da sind wir mittlerweile drüber und wir konsolidieren auch drüber. Das ist das Schöne an dieser Stelle. Also, das könnte durchaus jetzt auch ein, ein Wert sein oder eine, eine, ein Level sein, wo wir schön eine Unterstützungsbarriere haben, dass der Markt wirklich gehalten wird. Und das ist jetzt wirklich das Interessante, nämlich genau das, worauf ich da jetzt schaue. Und zwar ist das ein Wert, wo wir durchaus jetzt mal wieder in die kleinere Zeiteinheit reinschauen sollten und. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich das hier wegbekomme. Na gut, so viel wollte ich nicht gleich löschen, aber egal, legen wir es uns neu rein. Das ist interessant, was hier oben passiert. Jetzt, wo ich den Chart sauber gemacht habe, sieht man es vielleicht auch ein bisschen besser. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, konsolidiert der Markt momentan mit abnehmender Dichte. Also, er wird immer, immer kleiner, werden die Schwankungen. Und wir haben hier oben wirklich Kaufinteresse drauf. Und wenn wir uns das mal eben kurz im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, dann sehen wir sehr, sehr gut, wie diese Kontraktionen oben flacher werden. Und da möchte ich wirklich mal sagen, das muss man sich genau anschauen. Schauen, das sind so Nuancen, wo wir sehen, aha, hier könnte durchaus jetzt noch was kommen. Und das skizziere ich mal wieder schön ähm, mit dem Zeichen Tool, was ich damit meine. Und zwar schaut es euch an. Also, wir haben hier, schaut mal einmal. Hier sind wir oben rangelaufen. Dann kam es nochmal zur Korrektur. Die Korrektur allerdings ganz normal, ganz gesund hier im Aufwärtstrend. Also hier lief ja der Trend nach oben und dann hat sich hier sozusagen das W gebildet als Korrekturmuster und dann lief der Markt schön oben rein. Jetzt haben wir korrigiert unten raus. Jetzt sind wir hier in der Bewegung drinne. Und in der Bewegung sehen wir hier, schaut euch das mal an, ein schönes Dreieck, was nach oben läuft, was sich hier oben, da ist der Deckel. Und die Kontraktionen werden halt immer flacher. Und das ist ein gutes Zeichen für abnehmendes Verkaufsinteresse. Da wächst der Kaufdruck. Und wenn wir da oben drüber fliegen, das wäre ein sehr, sehr schönes Long-Szenario hier zur Oberseite hin, dass man durchaus mit traden kann. Und wenn wir uns da den Tageschart mal anschauen, Erstes schnelles Ziel 42,50, also 142,50. Danach ist der Weg nach oben hin frei. Und diese 142,50 sind hier halt auch ein Drehpunkt gewesen. Also da ist durchaus einiges an Potenzial da. Auch wenn ich es mal noch ein bisschen größer mache, schaut mal hier, haben wir noch ein zweites Level hier drüben. Als wir diesen ersten Rutsch nach unten bekommen haben, gab es nochmal kurz eine Konsolidierung oben rein. Hier drüben das kleine Unterstützungslevel. Von oben wurde dann zum Widerstandslevel hier. Zack, dann runter. Das wäre dann der nächste Anlaufpunkt oben rein in Richtung 144,50. Sehr schöne Verortung an dieser Stelle. Und damit gehen wir zu den Wunschmärkten. Und da hatte ich schon gesagt, haben wir drauf Euro, Schweizer, Franken. Da ist ja immer wieder das Thema Intervention der Zentralbank. Und dann noch den Goldpreis. Auch da schaue ich sehr, sehr gerne rein. Zunächst erst einmal hier unser Nachbarland, die Schweiz. Ich glaube, die freuen sich echt. Ein Loch im Bauch. Wenn die sehen, was hier passiert, was die mit der europäischen Währung alles anfangen können. Unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Wenn die von dem Geld auch noch Immobilien kaufen würden bei uns in Deutschland. Halleluja! Unglaublich. Irrsinn. Aber gut. Ähm, wir haben es, wie wir es haben. Euro, Schweizer Franken hatten wir in der letzten Woche besprochen. Ähm, am großen Chartbild sehen wir hier den Abgabedruck nach unten. Wir sehen am großen Chartbild auch hier unten diesen Supportbereich. Und damit die große Abwärtssequenz tatsächlich nach unten kommen kann, ähm, muss ich sagen, gehen wir hier erstmal ein Stück weit in die äh, feinen Details rein. Das heißt an dieser Stelle hier. 1,078 war das Widerstandslevel. Hier oben hatten wir schön die Umkehrsituation. Jetzt wird es interessant, was hier passiert, denn die klassische Verortung, wir sehen es hier, wir sind mittlerweile in einem Abwärtstrend verortet. Hier an dieser Stelle sehen wir, das im Großen ist zwar nach der Aufwärtstrend, ne, aber im Kleinen, und das ist ja das, worauf ich hier immer schaue, die aktuelle Verortung, und das ist ganz klar. Im Tageschart ein Abwärtstrend, der ist jetzt da und der tobt sich hier oben ein bisschen aus. Wir haben ja hier in der letzten Woche das Verkaufssignal bekommen, da sind wir auch drunter gelaufen, das wurde bestätigt. Also auch der Ausbruch aus diesem Trendkanal ist tatsächlich gelaufen, ähm, den wir hier hatten. Aber ähm, der Markt gibt sich jetzt noch nicht geschlagen und das ist das, was man so ein bisschen jetzt im Auge haben muss. Wir sind immer noch hier oben verortet an diesem Widerstandslevel um die ähm, 1.078. Da ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt. Sollten wir tatsächlich oben drüber fliegen, dann ist das Thema Korrekturausweitung noch längst nicht Geschichte mit Blick auf dieses größere Abwärtsbild hier an dieser Stelle. Das heißt hier, Moment, ich wollte nicht das Bild vergrößern, so, sondern den Trend. Also hier Bewegung nach unten, Korrektur bzw. hier. Das ist schön die Trendbewegung, die ganzen Korrekturfenster hier an dieser Stelle. Und jetzt ging es hier schon wieder nach unten. Und jetzt korrigieren wir halt hier in diesem Bereich. Und sollten wir hier äh, die 1, 1078 hinter uns lassen, haben wir oben noch ein paar Anlaufpunkte auf der Chartoberseite. Und das wird jetzt kurzfristig interessant sein. Dieses Level hier zu sehen, prallen wir erneut davon ab, ja, dann ganz klar hier an dieser Stelle die Unterseite zu betrachten. Wo müssen wir drauf achten? Hier unten dieser Bereich, den ich grün markiert hatte, hier ganz grob das Level äh, um die Marke von 1, 0, 75, 76 in etwa. Das ist der Bereich da unten. Wenn es da drunter geht, dann setzt sich das Ganze hier fort. Also, das, auf was ich da schaue, ist jetzt skizziere es mal kurz im Metertreter an sich selbst. Also hier runter, dann hier drüben rauf. Dann nochmal runter hier an diese Stelle. Das war das Trendtief sozusagen. Und was wir hier jetzt sehen, ist quasi die Korrektur in diesem laufenden Trend, die auch wieder hier reinläuft. Und da wird sich jetzt tatsächlich entscheiden, was los ist. Und deswegen schalten wir jetzt hier mal noch in die kleinste Zeiteinheit rein. Da sieht man mein Gekritzel ein bisschen besser. Und das ist hier das Thema, was ich jetzt meine. Das ist der Abwärtsschub. Ne? Und das, was wir jetzt hier sehen, ist die korrektive Phase. Und wenn diese Phase rumdreht, haben wir schön den Weg nach unten. Das ganz klar klassisch runter. Und jetzt sind wir hier oben halt verortet in einem Level. Hier, schaut euch das hier oben mal an. Das da oben ist jetzt das wichtige, entscheidende Level. Da geht es jetzt an dieser Stelle ran. Und zwar hier oben. Das ist jetzt wichtig. Wenn wir hier dieses Level um die 1.078 wegnehmen, wäre der nächste Anlaufpunkt erst einmal dort oben. Hier, das dort rüber zu setzen. Nummer eins. Und dann. Wenn das weggenommen wird, dann haben wir die Entscheidung. Jetzt geht es wieder richtig rein in den Test vom Widerstand. Aber, und das ist jetzt das Coole, die klassische Verortung hier, schaut es euch an, das auch selbst im 5-Minuten-Chart. Hier, Moment, das mache ich mit dem anderen Zeichentool, das macht sich schneller. Da haben wir ganz klassisch momentan einen Trend am Laufen. Und dieser Trend, der dort läuft, schaut mal hier, das hier ist der Abwärtstrend. So, einmal, zweimal nach unten. Und das ist nur der Korrekturarm. Und hier sehen wir die Korrektur, den Korrekturtrend. Das wird jetzt natürlich extrem klein, ne? aber wenn wir es im Korrekturtrend mal sehen, äh, dann ist quasi hier an dieser Stelle aktuell das Unterstützungslevel. Hier, das ist das Letzte, der, der Bereich des letzten Trendtiefs. Wenn der jetzt hier drunter fliegt, ist dieses kleine getroffen, dann haben wir das Umkehrmuster, Abwärtstrend in der 4 Stunden. Korrektur, 15 Minuten, jetzt hier wieder die Richtung runter, dann laufen die 15 Minuten in die 4 in die, in die Stunden rein und die 4 Stunden wieder in den Tag, dann läuft alles homogen zusammen, das könnte durchaus dazu führen, dass wir eine schöne Kaskade zur Unterseite bekommen, erst einmal wenigstens hier unten in diesen Schwungbereich rein hier, 1076, äh, 75 in diesem Drehbereich rum und dann hier tieferen Level. Wie wir sie alle samt hier im Chart schon schön sehen können, da ist doch einiges da, was hier die Unterseite mit oder was die Unterseite hier an dieser Stelle mit Blick in Euro-Schweizer-Franken interessant macht. Also auch hier sehr, sehr schöne Geschichte. Das dazu, jetzt gehen wir zum Gold, ja, und den bespreche ich nicht vielleicht, sondern ganz klar, die Zeit haben wir heute Morgen, deswegen einfach mal den Goldchart aufmachen, kurz auf den Tag, weil Gold ist gerade etwas... Ach, Guys, das ist einfach so, so tricky momentan im Gold. Man sieht immer wieder die Versuche, schön nach oben zu laufen. Dann kommen die Widerstandsbereiche rein und dann dreht der Markt im laufenden Abwärtstrend genau an so einem Widerstandslevel wieder um. Boom, fällt nach unten, geht hier in den kleinen Abwärtstrend rein. Hier an dieser Stelle sieht man schön Bewegung, Korrektur, zack, Trendbildung und dann. Nur einen, zwei, drei Tage später oben drüber zu laufen, den Trend rauszunehmen, um dann wieder runter zu gehen. Ist also momentan ein ziemliches Hickhack, was man an dieser Stelle hat. Aber. Da kommt es wieder ganz genau darauf an, äh, wo man sich als Trader entsprechend auch aufhält. Das heißt, wie die ganze Konstellation äh, entsprechend auch ist. Äh, deswegen immer in Ruhe bleiben und das Ganze in aller Ruhe sich auch anschauen. Denn auch hier wieder die Skizzierung. hier an dieser Stelle hat man hier mit Blick in den Chartverlauf einfach auch genau gesehen, was los ist. Nummer eins, ganz klar, wir sind hier in diesem Abwärtstrend äh, verortet. Das heißt, hier, das war die Korrektur, hier läuft der Markt jetzt wieder in seinen Bewegungsarm rein. Das ist Nummer 1. Nummer 2, äh, was wir hier an dieser Stelle sehr, sehr gut sehen und erkennen können, äh, ist die Tatsache, dass wir hier den korrektiven Aufwärtstrend hatten, hier oben rein, so, und der hat hier oben angelupft, und dieser korrektive Aufwärtstrend der wurde jetzt zunächst gebrochen, als wir hier unten drunter durchgelaufen sind. Und dann hier an dieser Stelle ging es dann quasi in die Gegenbewegung rein. Und dann hat sich entsprechend der Abwärtstrend gebildet, der jetzt schon wieder rausgenommen worden ist. Also, wir sehen es momentan. Die aktuelle Verortung, alles andere als einfach zu sehen. Hier oben die Marke von um die, ich sag mal grob über den Daumen, 1860. Das ist ein wichtiges Widerstandslevel. Schafft es der Markt, sich drüber zu etablieren? Dann haben wir wieder, wenn ich es größer mache, wir gehen mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein, da sieht man es gut, hätten wir dann wieder einen Ausbruch zur Oberseite hin. Und wenn wir dann aus dieser Konsolidierung, wie wir sie hier am liegen haben, also hier äh, dieser Korrekturkanal, wenn wir dort nach oben entsprechend ausbrechen, dann hätte der Markt zumindest erst einmal die Chance wieder hoch zu laufen, hier oben rein an dieses Zwischenhoch, um die 1.874, 75. Hier sieht man den Trend, wie sich nach unten schlängelt. Das wäre das klassische Ausbruchsszenario. Und wenn diese Marke gewuppt wird, hätten wir Platz oben erst einmal rein bis 1.900. Muss man sehen, ob es tatsächlich so weit kommt oder ob der Markt einfach hier oben wieder schwach wird und dann zur Unterseite reintritt. Das bleibt auf alle Fälle sehr, sehr interessant hier mit Blick in den goldschatz. aber es ist eine, sage ich mal, wechselhafte Wetterlage, wie man so schön sagt ähm, die Meteorologen. Man kann zwar gewisse Grundtendenzen erkennen, aber man hat halt die Tendenzen für beide Richtungen und äh, ja, das schwingt halt relativ schnell an dieser Stelle um äh, und damit ja, ist das ganze Thema relativ schnell besprochen. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend. Ähm, Wenn es noch Fragen dazu gibt, gerne noch mal rein. Dann gehe ich morgen gerne noch mal auf das genau das Thema ein ähm, und Ansonsten wünsche ich heute allen einen guten Start in die neue Woche. Unser lieber Heimatindex, der DAX hier, ähm, hat ja sehr, sehr positiv nach oben hin angefangen. Also der X-Dax, wie man ihn so schön hat, war auch schön im Plus. Wir sehen es auch hier. Der Blick in den DAX an dieser Stelle nochmal kurz in die kleinere Zeiteinheit halt rein. Hier haben wir erstmal die Tendenz der letzten Woche nach oben hin rausgenommen. Das heißt, dieses wichtige Zwischenhoch hier bei 13.900 äh, 13 um die 45 sind weggenommen. Jetzt wird es spannend, was passiert, wenn er tatsächlich wieder rumdreht und das macht, was auch die US-Märkte macht, dann haben wir doch gute Chancen, schön nach oben zu laufen. Hier im SP 500. Sehen wir auch schön die Konsolidierung zur Oberseite hin. Das gleiche Spiel macht auch der Dow. Er verharrt hier oben unter dem Allzeithoch, das ist mal der Tagesschatz, das könnte doch durchaus dafür, dazu führen, dass wir tatsächlich hier auch auf neue Hochs drüber gehen, der Nasdaq hat es uns ja schon gezeigt hier, das sieht mal wieder mega bullisch aus, das ist einfach das, schaut hin, sucht die richtigen Punkte und dann gelingt es auch mit dem Einstieg, danke hier und heute fürs Zuschauen und ich sage Tschüss bis morgen und allen einen erfolgreichen Trading Montag und ich sage an dieser Stelle wie immer, Traden Sie einen Plan, das heißt, planen Sie den Trade und dann halten Sie sich an den Plan und dann wird das Ganze funktionieren. Danke und ja, bis morgen. Tschüss.